Jetzt stellen wir uns die Frage, wer lügt hier? Natürlich wird Elton lügen, denn das nächste Spiel bei Schlag den Star, das dritte Spiel, also das nächste Spiel im dritten Spiel, heißt Wer lügt? Und da wird uns Elton mehrere Aussagen geben und irgendwann ist da mal eine Lüge dabei und dann müssen wir, genau da müssen wir buzzern, wenn gelogen wird und dann kriegen wir Punkte. Jo, also wieder ein Fragespiel und ich denke mal, wir werden es hinkriegen. Kommen wir zur ersten Behauptung. Ich bin ein Laubbaum. Gazanie. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mich mal ganz links hin. Ich habe keine Ahnung. Hortensie. Mal sehen, ob du an der richtigen Stelle gebasst hast. Du hast recht. Ja. Das war eine Lüge. Genau. Hortensie ist kein Laub. So macht das Spaß. Ich habe keine Ahnung. Es war geraten. Wir kommen zur nächsten Runde. Ich bin eine Stadt in Kanada. Victoria, BC. Oh Gott, keine Ahnung. Erdkunde, bin raus. Edmonton. Das klingt nach Kanada. Oder nach Australien. Anchorage. Das klingt auch nach Kanada. Och Mann. Calgary. Das klingt auch nach Kanada. Sag mal, die klingen alle kanadisch. Seattle. Das definitiv Schauen nicht. Das wir ist mal, Amerika. Ob die Aussage also falsch Amerika ist. Halt. USA, Mann. Kanada ist auch Amerika. Ihr wisst, was ich meine. USA. Verwirrend, ich weiß. Ja, guck mal, ich bin so gut, Leute. Das mache ich gleich nochmal so. Ja, bitteschön. Jetzt kommt die nächste Behauptung. Ich bin eine Kartoffelsorte. Ne? Oh Gott. Sieglinde. Oh, die gute Sieglinde. Die esse ich gerne. Ja, die vernasche ich gerne, die Sieglinde. Das klingt ein bisschen falsch. Bundeskanzler. Ne? Sehen wir nach, ob Bundeskanzler das wirklich ist doch keine Kartoffelsorte, oder? Damit. Yes, also bitte! Ich würde den Bundeskanzler als Kartoffel doch nicht essen. Der ist das bestimmt ist voll dein zäh. Spiel, oder? Jetzt kommt die nächste Behauptung. Mein Vater ist ein berühmter Schauspieler. Ja, gut, das ist jetzt. Angelina Jolie. Da kommt es jetzt wieder drauf an, was, wie definiert man berühmt, ne? Da wäre ja typisch Stefan Raab, das Kyle zu Eastwood. Kyle Eastwood? Ja gut, das ist wahrscheinlich Clint Eastwoods Sohn, ne? Keanu Reeves. Bertram Reeves. Jaden Smith. Ja, das ist der Will Smith ist der Vater von Jaden Smith, ne? Kim Kardashian. Ja, ihr Vater ist Anwalt. Schauen wir mal, ob die Aussage falsch ist. Gut erkannt, ist eine Lüge. O.J. Simpsons Anwalt das war das. Oder zumindest ein Freund von ihm mit und Anwalt. Das sieht so schon mal ganz gut aus. Hier ist die nächste Behauptung. Meine Mutter ist eine berühmte Schauspielerin. Jetzt kommt's. George Clooney. Hä? Margaret Clooney? Gibt's die? Kate Hudson. Ja, die Mutter ist Goldie Hawn. Warum weiß ich das alles? viel zu viel Frühstücksfernsehen geguckt früher. Suri Cruz. Ja, das ist die Mutter ist hier von Tom Cruise, die Ische da, die hat bei Dings mitgespielt. Khloe Kardashian. Du hältst diese Antwort also für gelogen. Ist die Mutter Schauspielerin? Lüge ja, erkannt. Ja, die ist nämlich nur irgendwie Reality-Star, die Mutter von Khloe Kardashian. 5 Punkte, du stehst ganz kurz vor dem Sieg. Ja. Ich war schon einmal Fußball-Europameister bei den Herren. Ich bin raus. Tschechoslowakei. Keine Ahnung. Stefan, jetzt musst du drücken. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Da bin ich raus. Und da will ich auch gar nicht drücken. Serbien. Ich boykottiere das. Dänemark. Nee, die Dänen waren es bestimmt noch nie. Frankreich. Ja gut, Frankreich auf jeden Fall, oder? Ich kriege ja immer so ein bisschen was mit, aber so... Norwegen. Das muss ich halt irgendwann einfach mal drücken, weil Stefan drückt ja eh nie. Niederlande. Die ewige Streiterei in Deutschland gegen Niederlande. Griechenland. Ich traue mich nicht zu drücken. Sagen wir mal so, wenn kein europäisches Land kommt. Portugal. Dann wissen wir Bescheid. Weil wenn kein europäisches Land kommt, dann können sie auch kein Europameister geworden sein, oder? Interpretiere ich das falsch? Belgien. Stefan, jetzt drück halt auch mal. Slowakei. Oh, das war deine Hand am Buzzer.
Gut erkannt, war geflunkert. Okay, Slowakei war es, Leute, ja. Ich wollte Stefan halt auch mal die Chance lassen, auch mal wieder was zu tun. Ich bin ein Küchengewürz. Klematis. Klitoris, was? kenne ich nicht, habe ich noch nie benutzt. Ingwer. Ja, das kennen wir, Ingwer, ne? Mache ich immer gerne an japanische, asiatische Gerichte. Fingerhut. Fingerhut ist auch ein Gewürz, ne? Tatsächlich, glaube ich. Ginster. Du hast gebasst. Kenne ich nicht. Lüge ja! erkannt. Das was ist Ginster? Ist uns einen Punkt wert. Am Arsch ist es Ginster. Ach, okay. Ich würde am liebsten hinschmeißen. Heißt der Spruch nicht anders? Du hast uns Jetzt wollen wir auch wissen, wie es steht. Stefan sieht ein bisschen eingeschüchtert aus von meiner Intelligenz. Es tut mir leid, Stefan, weil ich bin halt so intelligent. Tja, damit gehen die 8 Punkte an mich. 26-10. Versuch das nochmal hier einzuholen. Das muss aber langsam wirklich Gas geben, Stefan. Gut, aber es sind noch echt viele Punkte übrig, ne? Bereit? Dann los. Spiel 9. Ballerburg? Was? Jetzt kommt Ballerburg. Vielleicht kann man es bei dem Namen schon irgendwie erahnen und ihr seht ja auch schon, was hier aufgebaut ist. Ihr müsst die Dosen, welche da vorne auf einem Tisch aufgestapelt sind, mit einer Tennisballmaschine abräumen. Sie müssen dabei wirklich alle runterfallen. Wenn sie also umfallen und auf dem Tisch liegen bleiben, dann reicht das nicht. Dann müsst ihr nochmal anlegen und auch diese abräumen. Wer das zuerst schafft, der gewinnt die Runde und 5 gewonnene Runden sind zum Sieg nötig. Okay, ja. Mit der los geht Maschine, es mit dann Runde ist es doch echt 1. schwierig, oder? Die läuft ja automatisch. So, zielen. Ach so, warte. Ich muss ein bisschen weiter unten zielen. Viel weiter runter. So, vielleicht so. Nee, ein bisschen weiter rechts. Oh, Stefan! So, jetzt. Ah, ein bisschen weiter höher. So. Nee, noch höher. Shit. Was? Hä? Ja, genau! Wie kann das? Ich krieg genau in die Mitte, Alter. Das gibt's ja nicht. Die letzte schaffst du ja wohl auch noch. Ein bisschen weiter rechts. Aber das ist cool. Aber Stefan ist schneller als ich gewesen. Scheiße. Ich muss wieder ein bisschen weiter nach da machen. Ich sehe dir meine Punkte nicht. Ah, Mist, ey. Aber das ist cool, das Spiel. Das gefällt mir tatsächlich. Ist mal was anderes. Das ist jetzt endlich mal was anderes. So, ein bisschen weiter runter auf jeden Fall. So, vielleicht. Ja, super. Okay, das war gut. Genau, ein bisschen weiter rechts und runter. Genau, ein bisschen weiter rechts. Links meine ich, Entschuldigung, nicht rechts. So, jetzt hier noch die. Ein bisschen weiter rechts. Jetzt habe ich die Nase voran. Guck mal, hier, die alle einzeln. Bing. Oh. Bing. Hallo, oh, jetzt super. Die letzte klappt auch noch. Okay, das ist cool, das Spiel. Das stelle ich mir im Multiplayer mega lustig vor, wenn alle versuchen, sich gegenseitig abzulenken oder irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche blöden oder Zwischenrufe zu machen oder sowas. Das stelle ich mir mega lustig vor. So, so können wir erstmal bleiben, tatsächlich. Mal gucken, was dabei rauskommt. Oh, doch nicht. Ein bisschen höher. Ja, noch ein bisschen höher. Ja, guck. Oh, Alter, das war gut. Das war gut. Oh, cool. Doch, das ist cool, das Spiel. Das gefällt mir. Eine, das will ich nur noch spielen. Noch bis zum Sieg. Ey, das sind geschenkte Punkte, Leute. Die hole ich noch mal. 2-1. Das ist ja nichts. Das kriegt er nicht bei mir. So, eigentlich auch hier wäre es eigentlich schon fast die richtige Einstellung, oder? Ah, wobei, nee. Sind die immer wieder andere Maschinen, die ich kriege? Oh, hier. Wenn du versuch weiter von oben so exakt hier, zielst, wird es eine verdammt lange Show. Hä? Wieso? Ja gut, Stefan macht gerade ja echt ein bisschen... Der ist immer in der ersten Runde so besonders gut, ne? Und in den nächsten Runden ist er mal voll scheiße. Ich hätte jetzt gerne was zu trinken, was Starkes. Was? Die will jetzt erstmal saufen gehen, weißt du? Die Ballerburg wankt vor deinem Können. Vor die Alkoholikerin. Die letzte schaffst du jetzt ja wohl auch noch. Jetzt erstmal einen Schnaps.
Er spielt 3:1. Und dann noch eine rauchen, ja? So richtig schön ordentlich eine quarzen. So, jetzt hier, bam. Volle Kanne drauf. Oh, das war ein bisschen zu weit da. Ja. Was ist, wenn ich den Gegner versuche, die Gegner-Dinge abzuräumen? Ich meine, ob das geht, würde mich mal interessieren. Ob ich so weit nach rechts zielen kann, dass ich ja wirklich beim Gegner die Dinge abräumen könnte. Das würde mich echt interessieren. Das geht bestimmt, oder? Wenn ich halt wirklich, weißt du, es ist ja keine Herausforderung für mich. Ich will ja ein kleines bisschen versuchen, auch ein bisschen die Spannung aufrecht zu erhalten. Eine ist noch abzuballern. Ja, das ist nur wichtig, hier ein kleines bisschen rauszufinden, wie es funktioniert. Ansonsten ist es keine Herausforderung für dich. Aber es ist lustig, auch wenn ich es nicht so gern habe, wenn Spiele so einfach sind. Dann ist auch wieder hier der Multiplayer wichtig, weil wenn du einen starken Gegner hast, dann kann es durchaus eine Konkurrenz sein. Aber so ohne starken Gegner ist natürlich blöd. Also KI kann manchmal echt ein bisschen beknackt sein bei sowas, ne? Also ihr habt es bei den Quizfragen gesehen, also das war ja lächerlich. Was ist, bei den Quizfragen ist die KI hier, in diese, also zumindest die Stefan-KI, total dämlich. Wie kann denn die Dose da oben hängen bleiben? Ich hätte jetzt gern was zu trinken. Schon was Starkes. Alter, voll nur die Säufe hier. Die letzte schaffst du jetzt ja wohl auch noch. Sag mal. Eine Dose. Na endlich. Geht doch. Geschafft. Auch hier die Punkte gehen am Weg. Toffi, Stefan ist Tropfe. Die Ballerburg gestürmt. Die Ballerburg. So spannend. Da braucht man ja ein Sauerstoffzelt. Trotzdem kommt hier die Punkteverteilung. Ja, Zwischenfazit nach wie vielen Spielen waren das jetzt? 9 oder so? Dieses Spiel ist deutlich besser als der zweite Teil, muss ich schon sagen. Es ist wirklich deutlich besser. Ja, es war das 9. Spiel. Auch die Quizfragen waren super und auch die Aufgaben, wo man halt eben Fragen beantworten musste und so, deutlich besser bis jetzt als der zweite Teil. Im zweiten konnte echt den Sprung treten. Weißt du, wer war mal? Dieses Spiel heißt Wer war mal? Ich nenne euch gleich einen Fakt von einer prominenten Person und stelle euch dazu 3 mögliche Kandidaten vor. Ihr müsst mir dann sagen, auf wen dieser Fakt zutrifft. Ihr gebt mir dann bitte beide eine Antwort. Ist diese korrekt, gibt es einen Punkt. Ansonsten eben nicht. Wer nach 13 Fragen die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay, da ist Allgemeinwissen eine wichtige Sache, oder? Es geht los mit der ersten Runde Wer war mal? Wer war mal? Mit Cameos in allen neuen Marvel-Filmen dabei, die während seiner Lebenszeit gedreht wurden. Ich drücke 50.000 Mal A, dann ist es Stan Lee. Stan Lee. Der war wirklich, ich fand das voll die Ehre. Und als er dann gestorben ist, ist er sogar im Intro in den Marvel-Filmen aufgetreten. Das fand ich voll schön. Die nächste Runde. Oh, meine Punkte. Wer war mal Kandidat im Dschungelcamp? Oh, das weiß ich. Kathi Karrenbauer. In meiner Lieblingsstaffel, die 5., wo sie alle gegen Sarah Dingens gegangen sind. Damals habe ich das noch voll verfolgt. Das war voll spannend damals. Heutzutage kann ich das nicht mehr gucken. Ich versuche es jedes Jahr wieder. Auf also nicht, dass ich es nicht wollte. Ich versuche es jedes Jahr, aber ich bleibe nicht dabei, weil es zu langweilig geworden ist. Mit einem Cameo in Fluch der Karibik fremde Gezeiten zu sehen. Keith Richards müsste es gewesen sein, ne? Keith Richards. Ja, das war der Vater von das Johnny Depp. Stimmt. Also der Vater von Jack Sparrow in dem Fall. Seid ihr bereit für Boah, den nächsten Promi? Boah, ich bin voll intelligent, Leute. Wer war mal das gibt's ja gar nicht. Als Staubsaugervertreter unterwegs? Oh Gott. Wer ist denn Josh Harknett? Oh, ich habe vergessen zu drücken. Du kannst das nicht aussitzen. Ich hätte Tim Curry gesagt. Tom Jones. Okay, wobei, stimmt. Da passt die Person. Josh Harknett heißt der, nicht Josh Harknett. Schon kommt die nächste. Das ist voll falsch geschrieben, das war ich so perplex. Wer war mal Student der Psychologie? Oh Gott. Natalie Portman? Mayim Bialik, die ist hier Dings, Wissenschaftlerin, glaube ich, oder? Natalie Portman? Ja! Kelly Osbourne, Alter, die einen Punkt. Deren Vater hier Fledermausköpfe abreißt. Mal sehen, was ihr über die nächste bekannte Person wisst. Wer war mal Bürgermeister von Cincinnati?
Clint Eastwood? Wobei Arnold Schwarzenegger vielleicht kurz vorher, bevor er Governor geworden Jerry ist? Jerry Springer. Echt jetzt? Der Typ, der seine Talkshow da, wo die alle immer rumschreien und sich gegenseitig Bobby, irgendwie was an den Kopf knallen Glück. Und dann sich verprügeln. Wer war mal als Sekretärin bei Amnesty International angestellt? Bestimmt J.K. Rowling, oder? Bevor sie Bücher geschrieben hat. J.K. Ja! Rowling. Siehste? Die Runde. Die anderen haben mir nämlich gar nichts gesagt, ganz ehrlich. Es geht weiter. Wer war mal für einen Oscar als bester Regisseur und Hauptdarsteller nominiert? John Cleese? Weil der ist Schauspieler und Regisseur, glaube ich. Roberto Benigni. Ah, fuck. Weil James Cameron ist nämlich kein Schauspieler. Deswegen habe ich den ausgeschlossen. Aber John Cleese hätte ich jetzt gedacht. Seht euch die nächste Promi-Tatsache an. Wer war mal, als er selbst in der Serie The Big Bang Theory zu sehen? Leonard Nimoy, oder? Ist das nicht einer von Star Trek oder sowas? Ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber ich dachte, ich hatte den Namen bei Big Bang Theory mal gehört. Ich kenne mich mit Star Trek überhaupt nicht aus. Mal sehen, was ihr über die nächste bekannte Person wisst. Wer war mal mit einem Cameo als Vanisher in Deadpool 2 dabei? Als Vanisher? Brad Pitt? Ich hab gedrückt, Brad Pitt! Oh Mann, hab ich zu spät gedrückt? Niemand wird dich auslachen. Brad Pitt. Scheiße, ich hab ein bisschen zu spät gedrückt, verdammt. Pech. Ah, nee. Nächste Tatsache. Wer war mal die Jugendliebe von Britney Spears? Justin Timberlake, das weiß ich. Die ewige Fehde zwischen Christina Aguilera und Justin Timberlake und Britney Spears damals und Justin Timberlake stand dazwischen und ach, das hat man alles mitgekriegt, wenn man Mädchen in seiner Klasse hatte. Das hat man alles mitgekriegt. Mach ruhig so weiter, nur noch ein Punkt. Wer war mal ganz tough als Schuldeneintreiberin unterwegs? Glenn Close? Oder Sharon Stone? Glenn Close? Demi Moore. Oh, echt? Ich dachte, die nimmt immer nur jüngere Männer. Treibt die Dir ein. Dir fehlt nur noch ein Punkt. Wer war mal Mannschaftsmitglied mit Rockadaddy im olympischen Reitteam ihres Landes? Bitte was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Jessica Springsteen gesagt. Ich habe keine Ahnung. Jessica Springsteen. Oh, wir haben beide recht. Ich habe gewonnen! Um einen Punkt. Du hast Stefan, ist ein bisschen wieder mehr Gas als vorher, ne? Bravo an Stefan. Wieder ein spannendes Spiel. Muss ich jetzt aber mal wirklich ein bisschen zugute halten, dass der Junge auch noch mal ein bisschen was hingekriegt hat wieder. Aber die Punkte gehen an. Ja, da wollen wir mal. 45, da ist ja bald schon Feierabend hier. Das kann er ja schon bald nicht mehr aufholen. Rein, ja, ein bisschen los. Was geht. Spiel. Speed Darts. Jetzt muss ich auch noch schnell agieren, oder was? Wir spielen jetzt eine Runde Speed Darts. Ihr habt 60 Sekunden Zeit, 10 Pfeile auf eure Dartscheibe zu werfen. Dazu könnt ihr jederzeit Pfeile wieder abnehmen und nochmal werfen. Nach 60 Sekunden wird nach normalen Dartregeln gezählt. Wer die höhere Punktzahl hat, gewinnt die Runde. Wer 5 Runden gewinnt, gewinnt das Spiel. Muss ich jetzt also hinrennen und die Dinger wieder abnehmen, oder was? Oh Gott. Durch die Bewegung des Joy-Cons kannst du im Spiel die Richtung des Wurfs bestimmen. Oh, das will ich aber probieren. Legen wir los mit Speed Darts. Ja, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Besser geht's nicht. Ich kann es wirklich nicht. Da ging keine Bewegungssteuerung. Oh, shit. Okay. Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kann leider nicht auf seine Punkte achten. Ich muss auf meine achten. Ah, Mist. Shit.
Du hast alles richtig gemacht. Okay, ich habe alles richtig gemacht, das ist schön. Du triffst die Scheibe da, wo es am meisten zählt. Also, 50 Punkte. Kann ich jetzt wieder rausnehmen oder was? Da nehmen. Achso, hier. Habe ich jetzt den falschen genommen? Scheiße, ich bin voll schlecht. Also das heißt, man ich muss mich wieder woanders positionieren. Dann spielen wir mal die nächste Runde. Man kriegt quasi die Man muss die Punkte wieder rausnehmen, oder was? Okay, Moment. Ah, Mist. Ah. Ja, ist nicht so einfach. Es wackelt nämlich ziemlich. Selbst wenn du versuchst, so ein bisschen gut zu zielen, es wackelt ziemlich. Das solltet ihr zu Hause nur nachmachen, wenn ihr eh renovieren wollt. Ja. Tolle Sprüche da wieder, du. Ich kann das nicht. Das ist nicht mein Spiel. Ich glaube, dieses geht an Stefan. Du hast das Optimum rausgeholt. Okay, also das heißt, wir können nachher wirklich die Punkte wieder zurück... Genau, ich kann mir jetzt hier 8 Punkte wieder rausnehmen und die dann neu machen. Das solltet ihr zu Hause nur nachmachen, wenn ihr eh renovieren wollt. Ich nehme ihn doch! Hier, Dart nehmen. Nimm jetzt die... Soll ich mich verarschen? Hä, das ging nicht! Aber ich habe Hauptsache, ich habe einen Punkt. Aber ich konnte ihn nicht rausnehmen. Ich habe B gedrückt, wie blöd, und es ging nicht. Jetzt ist Weiterwerfen angesagt. Okay, habe ich irgendwas... Ich habe was falsch verstanden. Hauptsache, wir kriegen Punkte, Leute. Und... Mist. Bullseye! Yeah, Bullseye! Das ist aber gar nicht die meisten Punkte. Man muss eigentlich oben treffen. Auf dieses schwarze Ding da. Bei der 20. Nee, rote meine ich. Roten Strich da in der Mitte bei der 20. Du triffst die Scheibe da, wo es viele Punkte gibt. Nämlich 50. Ah, shit. Ups. Aber ich habe 212, sehe ich gerade. Und. Yeah! Wow, was für okay, ein bis jetzt ist ganz gut. Na? Aber ich glaube, wir haben gute Chancen gerade. Bullseye! Oh, Alter, okay, nicht. Das kann er gar nicht. Also bitte. Welcher Satz? Nee, komm, das lasse ich. Das kriegt er doch gar nicht mehr eingeholt. Das kannst du mir nicht erzählen. Stefan, versuch's doch gar nicht erst. Nee, ich glaube, da, genau da. Diese 20 da, wo er gerade raufzielen wollte. Das ist tatsächlich das Beste. Da kriegst du nämlich die krassesten Punkte. Bullseye ist gar nicht das Beste. Aber ich probiere es ja trotzdem. Die nächste Runde geht an. Ich kann es ja mal probieren, die andere Richtung. Ich probiere es mal, warte. Ah, Mist. Ich probiere es mal. Warte. Shit. Jetzt aber, komm. Nein. Ich will zu viel wieder. Wer die Triple 20 oh, trifft, siehst du hat die Triple 20? Ich habe das jetzt gesehen. Punkte im Sack. Dann habe ich es jetzt richtig gemacht. Ich habe es euch gezeigt. Siehst du, ich habe mir selber eine Challenge gemacht hier. Und. Besser geht's nicht. Yeah, guck mal. Komm, Stefan, vergiss es. Wobei, ja, jetzt kommt er mit 202. Ich komme, ich mache es ein bisschen spannend. Ich warte mir jetzt die Zeit ab, was da passiert. Die letzten Sekunden noch. Oh. Nein, komm, das hole ich nach Hause. Das ist mein Spiel. Das hole ich nach Hause. Nächste Runde steht an. Komm, ich versuche nochmal die Triple 20, weil es so schön ist. Oh, das war nicht so gut. Oh nee, ich versuch's doch nicht mehr. Mehr Bullseye. Kann man aus diesem Spiel nicht rausholen. Wow, oh yeah, Leute, guck mal. Oh, ja, aber jetzt bin ich ein bisschen genau nervös. In die Mitte, besser geht's nicht. Besser geht's, doch, wie gesagt, es geht besser. Hör auf, sowas zu erzählen, Stimme. So, jetzt könnte ich... Warte mal, ich versuche nochmal. Ich kann den raus... Ja, guck mal hier, jetzt habe ich ihn rausgenommen. Ah, und jetzt B drücken. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Okay.
Jetzt kann ich den, die 20er könnte ich jetzt hier rausnehmen oder den 18er, nehme ich den raus. Den, so, und dann B drücken wieder. Also mit A rausnehmen und dann B drücken, um nochmal zu werfen. Okay. Okay, ihr habt das Spiel jetzt verstanden. Ihr könnt so, noch über 300 Punkte, komm, Challenge Time. Wenn wir noch einmal über 300 kommen, dann hab ich's richtig gemacht. Der war nicht so gut. Bullseye. 50 Punkte. Du Bullseye. Hast das Optimum rausgeholt. Optimum. Nee, wie gesagt, nicht Optimum. Optimus Prime ist hier nicht. Mehr kann man aus diesem Komm, Spiel 300, nicht rausholen. 300 Punkte Challenge. Yeah. Das ist ein Volltreffer. Eh. 50 Punkte. Oh, Alter, oder 400 Punkte Challenge. Besser geht's. 400 nicht. Punkte Challenge, Leute. Hier, die Dreier nehme ich raus. Ich muss mal kurz nachdenken. Nee, du sollst nicht nachdenken, du sollst werfen. Shit. Warte mal, hol die wieder raus hier. Ah, 400 Punkte, genau. Oh, 400 Punkte Challenge. Keiner soll mir vorhalten, dass ich hier nicht. Dass ich hier nicht die Herausforderung suche in diesem Spiel, ja? Die Pfeile waren nicht gut. Aber hier nicht gut. Wieder eine Runde vorbei. Schauen wir auf die Punkte. Und damit gehen die Punkte an mich. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann die letzten Spiele an. Das wird definitiv der finale Part. Weil die vier Spiele, die jetzt kommen. Es müssen doch noch nicht mal vier Spiele sein. Ich glaube, wenn ich jetzt. Warte mal. Was passiert jetzt? Wir haben ein Matchball-Spiel. Matchball, genau. Das heißt, das nächste Spiel ist schon das letzte in dem Fall. Vielleicht. Los geht's mit Spiel 12. Sortieren. Wir kommen zu Sortieren. Ihr müsst vorgegebene Elemente sortieren, und zwar abwechselnd. Das erste geben wir euch vor, ebenso das Kriterium, nach dem sortiert wird. Die Aufgabe ist beendet, wenn jemand ein Element falsch setzt, dann bekommt die Gegenseite einen Punkt oder alle Elemente korrekt platziert wurden. Dann bekommt aber keiner einen Punkt. Wer vier Punkte hat, gewinnt Sortieren. Lest euch die Fragen gut durch, dann wird bestimmt alles klar. Dann schaue ich mal, ob nächstes Mal alles klar wird. Das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen, denkt an die Kommentare und Bewertungen und bis zum nächsten Mal beim Finale von meiner ersten Runde Schlag den Star beim dritten Spiel. Tschüss.